Der Deinosuchus ist ein absoluter Bosskiller. Aber ist auch gut für die Tech-Case oder vielleicht sogar wegen dem Bug ziemlich broken? Das seht ihr gleich in der Folge. Viel Spaß euch. So, Leute, und damit geht's heute wieder los. Wir werden heute mit den Deinosuchus in den Tech-Cave gehen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wir haben ja letzte Folge schon mit den Deinosuchus gegen die beiden Center-Bosse gekämpft. Und wir haben Gigas und Karchas damit gekillt. Und ich dachte, Tech-Cave ist das Entscheidende, wo wir sie doch reinschicken, um zu gucken, wie gut sie wirklich sind. Außerdem ist mir letzte Aufnahme aufgefallen, dass die Gigas keine Akro ziehen bei den Deinosuchus. Also ich konnte direkt daneben langlaufen, habe keine Akro bekommen. Und ich dachte mir so, wenn das so ist, kriegt der vielleicht von gar nichts Akro? Kann ich vielleicht einfach durch die Tech Cave durchlaufen, ohne angegriffen zu werden? Wir gehen einfach rein, gucken uns das Ganze an. Ich werde jetzt meine ganzen Kollegen, die ich habe, die habe ich schon im Terminal, die werde ich jetzt gleich hochladen, werde die dann auf der Island drüber bringen und dann gehen wir da mal gucken. Ich wäre jetzt gerade dabei, zu Island drüber zu traveln und ich dachte mir, ich zeige euch ganz kurz meine Settings. Nicht, dass ihr denkt, ich habe da irgendwas super, super hochgestellt oder sowas, weil die Deinosuchus sind einfach extrem OP und machen super, super viel Schaden. Das hier sind Settings, die sind tatsächlich sogar unter Official Server Settings. Ich glaube, Official wäre, glaube ich, 14 in Damage und ich habe 0,09 in Damage und hier habe ich 0,08. Also auf jeden Fall nicht hochgestellt, nur dass ihr Bescheid wisst. Und schon sind wir auf der einen und laden die ganzen Kollegen wieder runter. Hier, zack, 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 einen nach dem anderen. Ich muss gleich noch die Set wieder vorbereiten. Aber das ist kein Problem, das machen wir super, super fix und dann laufen wir da rein. Ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, den U-Team mitzunehmen. Vielleicht ist es super, super dumm, aber vielleicht ist das auch super, super smart, weil wenn die mich wirklich nicht sehen sollten, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich nicht auf dem U-Team sitze und die ganze Zeit angegriffen werde, weil vielleicht kann ich da wirklich so durchlatschen. Ich komme nie wieder raus. So, hab alle rausgeworfen, hab alle hier in einem Ball drin. Ich werde die jetzt gleich da drin rauswerfen. Ich hoffe, dass es geht. Ich war halt Ewigkeit nicht da drin und wir testen jetzt einfach. So, wir machen jetzt erstmal den einfachen. Ich bin super, super, super gespannt. Zur Erinnerung, kein Schwein dabei, kein Duty dabei, will nicht erkannt werden. Ich hoffe zumindest, dass ich nicht erkannt werde. Das werden wir jetzt gleich zusammen testen. Ich glaube, ich werfe auch gleich alle raus. Ich könnte wahrscheinlich irgendwo am Ende erst alle rauswerfen. Aber ich will halt auch, dass ihr seht, wie schwer das Ganze ist, mit denen hier durchzulaufen. Und ich glaube, das wird nicht leicht, mit denen hier durchzulaufen, weil die echt dick sind. Und deshalb wird das wahrscheinlich ein ziemlicher Krampf werden, die dahin zu bekommen. Los geht die Reise ins Ungewisse. Vor allem, ich bin auch echt ein Schlechter darin, irgendwie alle gut auf Follow zu pfeifen und alle, dass die vernünftig hinter mir herlaufen und so. Das wird so eine Blamage. Ich weiß es aber jetzt schon. Ich hoffe, dass Asa das ein bisschen gefixt hat, dass die nicht ganz so doof laufen und nicht die ganze Zeit direkt in die Lava springen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mir das öfter passiert, dass irgendwas in die Lava rennt. Vor allem da hinten. Ich sehe jetzt schon, das geht in die Hose. Aber guckt euch das hier an. Die ziehen keine Akro. Die ziehen keine Akro, Leute. Die ziehen absolut null Akro. Man kann so durchlaufen. Ach du meine Güte. Nein, was habt ihr gemacht? Wenn ihr die Tech Cave machen wollt, meine lieben Leute, macht das hier. Macht das hier. Ich habe wieder alles gesehen, ey. Ich habe, glaube ich, 19 Stück dabei. Wir werden gleich mal sehen, wie die sich dann am Ende schlagen und ob ich nicht noch irgendwie reinscheiße. Der Kano hier wird auch, der hat auch gar keinen Bock. Guck mal, ich stelle mich halt direkt davor, der macht halt nichts. Die laufen sogar echt gut mit. Also, ich bin gar nicht so sehr stuck. Kann natürlich sein, dass ich irgendwo schon ein paar verloren habe. Ich bin da immer ein bisschen, ich gucke gar nicht nach hinten eigentlich. Aber bisher super easy. Ich glaube, bei dem Easy Tech Cave ist es, glaube ich, nicht so, dass ein Giga da drin ist. Ich glaube, bei dem Hard Tech Cave schon. Ich weiß nicht, wie Polovia. Polovia müssen wir jetzt abchecken. Polovia werden auch nicht Akku. Selbst Polovia sehen euch nicht, Leute. Ihr werdet nicht mal von den Polovia genervt. Also, ich bin wirklich am Staunen. By the way, ich habe jetzt gerade nach hinten geguckt und das sind niemals 20 Deinosuchus, die ich dabei habe. Und das sind niemals 20 Stück. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück und nochmal ein paar einsammeln. Ach, hier seid ihr, Kollegen. Was macht ihr denn hier? Ihr seid ja absolut stuck. Das Problem ist natürlich bei dieser ganzen komischen Strategie, dass man nicht vom Seil runtergehen darf, sonst zieht man die halt doch aggro. Tötet den mal. Oh, jetzt sind die anderen auch aggro. Okay. Aber das ist halt kein Ding. Ja, okay. Eben aufgeräumt und jetzt kann es weitergehen, Leute. Okay, so langsam wird es hier ein bisschen eng an einigen Stellen. So langsam wird es ein bisschen eng, aber man kann sich einfach auf den anderen draufsetzen und dann wieder alle pfeifen. Und das ist nicht das große Ding. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich hier gleich meinen ersten an die Lava verliere. Weil hier ist viel zu eng dafür. Ich hätte wahrscheinlich den anderen Weg einfach gehen sollen. Der wäre nicht so eng gewesen. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Kommen die hier auch gleich runter oder so? Sonst hole ich die gleich nach. Aber wir sind jetzt, glaube ich, auf dem richtigen Pfade. Das hier ist der Endspurt. Das stelle ich gleich unten ab, hole den Rest ab oder so. Die finden sogar teilweise selber noch den Weg. Das ist echt krass. Hä? Was ist mit Ark passiert? Guckt euch das mal an. Die wandern hier selber runter. Ich bin beeindruckt, wirklich. Okay, das ist crazy. Möglicherweise muss ich jetzt ein bisschen kämpfen, weil sonst komme ich hier wahrscheinlich nicht so richtig gut durch. Haut rein, Jungs, kommt. Hier, könnt alle mal ein bisschen rumkloppen. Oh, das ging schnell. Oh Gott, ja, der Yuti muss auch weg und das könnte echt kacke werden. Weil ich sehe jetzt schon, wie die dem hinterher rennen, wenn die den irgendwo hinfetzen. Komm, der stirbt einfach schnell. Oder stirbt schnell. Komm schon.
irgendjemand auch mit draufbeißen, kommt schon. Nicht gefeiert werden, danke. Wir sind einfach gleich durch. Und das war wirklich der einfachste Tech Cave Run, den ich je hatte in meinem Leben. Ich hatte nicht viele, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die anderen stressiger waren als der hier. Ey, das gibt es nicht. Also arg, da habt ihr was reingeschissen. Das wird 100% auch bald gefixt. Das weiß ich jetzt schon. Da sind wir angekommen am Terminal. Jetzt geht's rein, hoffentlich in den Bosskampf, wenn ich daran komme. Und dann wollen wir mal gucken, wie die sich bei Gamma schlagen. Und ich glaube, den Run werde ich nochmal machen. Zumindest wenn die überleben, das weiß ich halt nicht, weil da steckt doch mehr Arbeit drin, als man so denkt. Oh, sich teleportieren. Ich saß da tatsächlich eine halbe Ewigkeit dran, um das Ganze vorzubereiten. Also wenn euch das Ganze gefallen sollte, was ich hier mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet, Leute. Das wäre super, super lieb von euch, hilft mir sehr weiter. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch, weil solche Versuche werde ich in nächster Zeit öfter starten, wo wir mal die neuen Dinos, die reinkommen, so ein bisschen testen, wie stark sind sie wirklich, was machen die alles, was können sie alles, dann wie man die zähmt. Ich mache eigentlich über alles Videos, also würde mich freuen, wenn ihr hier dabei seid. So, und los geht's zum Boss. Es sieht irgendwie so krass aus mit den Krokodilen. Die einfach in den Bosskampf zu rennen. Ich weiß nicht. Ich finde, das sieht echt episch aus. Wie die Krokos schon warten. Guck mal, die Krokos sind schon absolut bereit für den Kampf. Nee. Sag mir nicht, die ignorieren einen auch. Nee. Nein. Auch die Drohnen? Nee, die Drohnen glaube ich nicht. Die Drohnen nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Die Drohnen ignorieren einen nicht. Aber... die kleinen Dinger hier, diese Defense Units, die ignorieren einen komplett, aber komplett. Ey, haben wir gerade schon den komplett auseinandergenommen? Kann das sein? Was habe ich da gerade gesehen? Ich glaube, der war super, super schnell weg. So, wo geht's weiter? Und go. Ich darf nicht stehen bleiben, sonst trifft er mich die ganze Zeit. Kleine Drohne, ich könnte ja auch... Kann man schießen von dem? Kann man auch noch, ey. Was kann man eigentlich nicht? Sag mir das mal, Leute. Was kann man eigentlich nicht? Ich will aber sehen, wie die den Affen auseinandernehmen. Ich habe hier gerade eine andere Mission. Schießt ruhig weiter auf mich. Das ist gerade wichtiger. Der geht schon schnell down. Jetzt ohne Witz. Der geht schon ziemlich schnell down. Vor allem 3300 Damage mit dem Gigabyte. Der knallt schon gut rein. Ah, geschockt werden ist halt nicht so lecker. Ich reite einfach weiter. Okay, perfekt. Oh, da waren kurz alle... Oh mein Gott, du wirst einmal geschockt. Alle Aggro. Oh, okay. Da muss man halt aufpassen. Da muss man extrem aufpassen. Wo ist eigentlich der Boss gerade? Ein kleines Problem, was ich jetzt schon merke, ist, die sind halt super, super langsam. Und dadurch kommen die halt null hinter dem her, wenn er so am Rumflitzen ist. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Also in der Zeit, wo der irgendwas macht, müssen die halt eine Ewigkeit rennen. So, jetzt die Brutmutter mal eben wegsnacken. Die ist dagegen wieder super easy. Ich glaube, beim Drachen haben wir eigentlich am meisten auf den Döns bekommen. Aber was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube, Alpha brauchen wir gar nicht erst versuchen. Dafür sind die hier einfach nicht gut genug. Aber es sind halt auch nur Imprintete, die ich einmal gezüchtet habe. Ich habe damit nichts gemacht, keine Mutation, nichts, gar nicht drauf geguckt. Ich habe nicht mal auf die Werte geguckt oder so. Deshalb könnte es sein, wenn ihr da bessere habt und ein bisschen Plan vom Züchten habt, wären die vielleicht was für Alpha. Aber so wie ich die jetzt gerade habe, die sterben halt hier schon fast, ne? Unser erster ist gestorben am Drachen. Ich konnte es mir fast vorstellen. Also der Drache ist wahrscheinlich so der Endboss. Weil der zündet die dann an und macht den tatsächlich mal wirklich Damage. Und da ist der zweite tot. Oh, jetzt sterben doch einige. Der sieht auch nicht so gut aus. Oh mein Gott, der hat auch noch 2K. Weil die kommen halt echt nicht hinterher, wenn er so unterwegs ist. Vielleicht muss ich gleich selber mit der Pump ein bisschen mit drauf schießen oder sowas. Ja, greift an, Leute. Jetzt kommt der Schock. Ich wusste es und bin trotzdem drauf eingefallen. Schade. Ah, jetzt haben wir es doch. Okay. So viel dazu. Einmal geschossen. Overseer. Geschafft, aber nicht so einfach wie erwartet. Ich dachte tatsächlich, es würde einfacher sein. Das war am Ende doch alles noch ein bisschen knapper. Oh wow, woo. Epischer Endscreen. Is this what happiness felt like? Weiß ich nicht. I'm proud of you, Survivor. Ey, danke schön. Es gibt Bob Toy Tales dazu. So, das war das Abenteuer. Das sind die Kollegen, die wir rausgekommen sind. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ich habe echt gute Sätze hier drauf. Ich habe 225 Armor-Sätze hier drauf. Die habe ich aus gelben Drops. Also wenn ihr welche suchen solltet für die Dinosuchos, dann sind da die Sätze für euch. Und ich denke, dass das eher keine gute Variante ist. Also so Gamma hat jetzt doch geklappt, aber höher auf keinen Fall. Und was man vielleicht machen kann, ist, dass man halt mit denen komplett durch die Cave läuft. Und dann am Ende macht man das mit Shotguns oder so. Ich glaube, Leute machen das mit Tech auch viel oder so. Also ihr könnt mit denen halt easy, sneaky da durchlaufen. Die bleiben auch wenig stuck und so. Und dann könnt ihr da am Ende mit der Shotgun oder so den Boss machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Leute, sollte euch das Ganze gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre doch viel lieber für euch. Da sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.